So, hoch. Dann. Fangen wir jetzt einfach mal an. Also eigentlich streame ich jetzt nicht um irgendwelche. Also eigentlich will ich, wenn ich dann dazu komme, zu streamen, so richtig mit Nähen sagen können, guckt euch das auf dem anderen Video an, weil es ist eigentlich viel zu spät. Ich müsste eigentlich schon längst im Bett sein. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir nichts dabei gedacht, ADHS hat zugeschlagen und hat mir gedacht, hey, du hast deine Ede, musst das jetzt auch gleich noch durchführen, ist doch klar. Und dann zeige ich euch einfach schon mal, was als nächstes ansteht. Viele kleine Teilchen an meinem Körper Maß genommen und das gibt dann irgendwann das Korsett für unter mein Brautkleid. Das steht als nächstes an. Und habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das letzte Korsett, das ich mir gemacht habe, da war ich irgendwie noch 20 Kilo leichter. Ich bezweifle, dass ich da noch reinpasse. Beziehungsweise brauche ich ja jetzt eins als Unterwäsche und kein, also eins, das ich dann unter dem Korsett trage. Ich merke jetzt, warum immer viele irgendwie immer so machen. Ich finde es immer ganz komisch, dass die Leute mit ihren Händen reden, aber wenn man kein Gesicht zeigt, redet man plötzlich viel mehr mit den Händen. So. Ich muss es natürlich jetzt erstmal noch durchchecken. Ne? Erster Stream läuft immer noch nicht so immer geil, ihr wisst schon. Ich mache mal Strom sparen, die Nähmaschine aus, weil dazu komme ich Gott sei Dank heute nicht mehr. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich habe auf meinen Stoff, den habe ich bei mir gefunden. Ich kann euch nicht sagen, wo der her ist oder sonst irgendwas. Der war überbreit. Ich würde jetzt einfach mal da ein Dankeschön in Richtung Yen werfen, weil ich glaube, das war aus ihrem Fundus, den ich abgekauft habe. Und also der ist nicht dehnbar. Der fühlt sich sehr nach Natur an. War überbreit. Wichtig, er hat eine Stabilität, denn bei einem Korsett darf sich nichts bewegen. Man selber nicht und der Stoff aber auch nicht. Also wir reden von einem Korsett, ne? Also so ein Ding, das einen einschnürt und nicht nur von einer Corsage. Das Ding soll nicht bequem sein, sondern das soll mir eine Form geben, neben all dem Speck. Das muss Speck wegdrucken. Und es besteht eben meistens aus drei Lagen. Minimum. Darunter eben die formgebende Layer, ne? Deutsch. Die formgebende Schicht aus einem festen Stoff. Dann kommt darüber ein schöner Stoff. Und abgefüttert dann mit einem Futterstoff. Wobei die ja nicht dann so hochwertig sein müssen. Oh, hi. Ich habe einen Zuschauer, ich bin gar nicht gewohnt, sorry. Es kommt drauf an, was du machen möchtest, wenn du jetzt anfängst zu nähen. Ich würde, wenn du das Budget hast, ne, würde ich dir schon sagen, schau, dass du ein bisschen was investierst. Die hat damals 1.200 € gekostet, ist aber für den täglichen Gebrauch dann auch gedacht. Was es tut, natürlich auch eine vom Aldi. Aber da musst du dann davon ausgehen, dass der Motor nicht so stark ist. Wenn du aber halt durch 5 Lagen Leder, Jeans musst, dann brauchst du einen gescheiten Motor. Und also man sieht, ich habe meine von Pfaff, ich habe aber gelernt auf einer Bernina.
Vom Motor her geben die sich eigentlich nichts. Das Wichtigste, was du brauchst, ist ein Geradstich und ein Zickzackstich. Mehr brauchst du ganz am Anfang eigentlich gar nicht. Die teureren Sachen, ich mache jetzt mal meine Maschine an. Die teureren Sachen haben dann natürlich meistens noch so Zierstiche. Und also die ist jetzt, lass mich überlegen, die habe ich 2005 habe ich die gekauft. Ja, also selber ausrechnen, 2005, damals war sie schon sehr teuer. Die hat jetzt dann noch zum Beispiel auch noch Zierstiche, Overlockstiche, weiß nicht, ob man das da sieht, Knopflochstiche. Aber für den Anfang reicht es, wenn es einen sauberen Geradstich und einen Zickzackstich macht. Genau. Ansonsten, genau. Es gibt natürlich auch noch viele, die dann so, es gibt eher aus dem industriellen Bereich kommen die Nähmaschinen, wie zum Beispiel die Yuki. Aber, also ich sag jetzt mal, bei den deutschen Klassikern kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen und du hast auf jeden Fall den Support. Schweden sind aber auch nicht so also ich sag immer Schweden dazu, ich habe keine Husqvarna, was das für ein Ding ist, für ein Land, aber ich glaube, es kommt irgendwo von oben, Deutschland. Genau. Zurück zum meinem Schnittteil. Ich wollte nämlich noch sagen, was ich heute machen möchte. Nämlich eigentlich möchte ich nur, ich habe das aufgezeichnet mit, was man eben machen soll. Mit Bleistift. Aber da das die innerste Schicht ist, die niemals irgendjemand sehen wird, habe ich mich dazu verleiten lassen, es mit Bleistift aufzuzeichnen nach meinen tollen Schnitten. Aber also normalerweise sieht es auch so aus. Na, dass man das auch irgendwie, dass die zwei zusammenbleiben, damit die auch schön aufeinander liegen. Und dann habe ich zwar gleichmäßig Nahtzugabe angeschnitten, aber wenn ich ganz genau nähen möchte, möchte ich natürlich das noch auf der Seite haben. Wenn ich jetzt aber mein Schnittteil wieder drauflege, dann verrutscht das vielleicht oder das ist sowieso das falsche Teil. Dann werden die Nahtzugaben ungleichmäßig, so wie hier. Und also, dass man mal so verrutscht, dass es so ist. Und ich will ja genau das gleiche Stück wie da. Das heißt, ich nehme Kopierpapier. Das gibt es von Burda. Hat damals 3,50 Euro gekostet. Keine Ahnung, was die Inflation da sagt. Aber die gibt es eben in verschiedenen Farben. Blau, grün, rot. Ich habe das mal in weiß und in gelb und die halten halt eine Ewigkeit. Ne? Da werden wir lang von zehren, bis es irgendwann mal auch durchgeradelt ist. Das ist im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr noch das kennt, ne? Also die Älteren unter uns, zu Durchschlagpapier, ne, damals, dass man nur auf einer Seite geschrieben hat und es hat automatisch auf der drunter liegenden Seite. Im Grunde ist es ähnlich. Hier radelt man mit so einem Kopierrädchen, nennt sich das auch, radelt man das ab. Und es drückt im Grunde die Farbe, diese Kreidefarbe, die da oben drauf, also es ist nur so eine Kreidefarbe, die da oben drauf ist, durch und dann auf das Stück ab. Ich kann das jetzt alles hier so schön an einem normalen Tisch machen, weil das ja süße kleine Teilchen sind. Und dann kann man das so, ohne dass was verrutscht, ne?
Das ist natürlich. Mal durchradeln. Und wie man dann schon sieht, ah, ich kann das auch in die Kamera halten. Ich komme mir vor wie ein echter YouTuber. Mein Sohn wäre stolz auf mich. Sieht man schön die Punkte. Wichtig ist, dass nichts verrutscht. Man kann mal schon ein bisschen sehen, dass ich unsauber zugeschnitten habe. Aber dadurch, dass ich mich ja dann an den Linien orientieren kann, kann ich dann ein bisschen darauf verzichten, dass, na, ist doch hübsch, dass die Nahtzugaben hundertprozentig richtig sind. Aber das ist natürlich eigentlich das Ziel an der ganzen Sache. So, und das mache ich jetzt einfach mal, während ich meinen Kopf an der Kamera stoße. Geeignet ist natürlich immer, wenn man einen weicheren Untergrund hat. Ich habe jetzt einfach das mal doppelt genommen, weil ich zu viel habe. Da ist nämlich noch nicht einmal irgendwas abgeheuert. Es gibt natürlich auch noch andere Methoden, wenn man es gibt noch das Durchschlagen. Das macht man dann mit einem Faden. Und wenn der Stoff sehr empfindlich ist, zum Beispiel, und man gar nicht darauf zeichnen kann, darf, soll, zum Beispiel auf Seide oder sowas, oder was ganz durchsichtig ist, da würde ich ums Verrecken nicht auf dem Stoff irgendwas anzeichnen, allerhöchstens die Nahtzugabe, die ich dann aber auch wieder wegschneide und dann die halt exakt. Jetzt machen wir da nochmal ein Stecknädelchen rein, damit die schön zusammenbleiben. Das gesehen. Also, der Erfolg liegt da drin, nicht faul zu sein. Wenn ihr was seht, es passt nicht, aufmachen und neu stecken. Weil jeder kleinste Mühe, Fehler, Abweichung in jedem Schritt summiert sich und zum Schluss ist das Ding zwei Größen größer. Ja, wenn man wahrscheinlich ein Lineal hätte oder sowas, das man da anlegen kann, wäre auch ziemlich cool. Kann ich empfehlen. Habe ich aber gerade nicht. Hochprofessionell. Apropos hochprofessionell, also ihr seht auch, ich habe nicht mal einen Fadenverlauf eingezeigt, auch nicht auf den Stücken, da ist nur meine hintere Mitte markiert, die im Fadenlauf läuft und der Rest ist eher so, ja, aus dem Ärmel geschüttet, liegt aber daran, dass ich einfach da so ein bisschen Erfahrung drin schon habe. Wie Stoffe sich im Fadenlauf und quer zum Fadenlauf verhalten. Mit der zum Beispiel, der bewegt sich kein Stück in keine Richtung. Also die meisten Stoffe sind trotzdem immer noch minimal querelastisch im 45-Grad-Winkel. Ich habe das Ding, den Stoff, auch nicht vorgewaschen. Ich habe den heiß abgebügelt, sehr heiß abgebügelt mit viel Dampf, um möglichst, falls er schrumpft, das zu machen. Aber ich habe nicht vor,
das Korsett zu waschen, weil ich weiß, dass ich das Ding einmal zur Hochzeit anziehen werde. Ja. Was man nicht so alles macht in seinem Leben. Ja. Aber, also, danach kann man das Teil auch von der Hand waschen oder sowas oder kalt waschen. Aber ich habe eh vor, dann beim Brautkleid oben drüber, ob ja der Corsage, also das Brautkleid selber wird eine Corsage und das ist eine Corsage und das Ding wird erst eben mit Korsett unten drunter. Ich habe mir irgendwie gedacht, die Hochzeit ist nämlich irgendwann im Sommer, im Hochsommer. Und irgendwie hat mein Gehirn sich ausgedacht, dass wenn das im Korsett zu eng, zu heiß wird, dass ich das dann ausziehe und dann nur die Corsage noch anhabe. Dann sieht es halt nicht mehr so toll aus wie für die Fotos, aber es wäre bequemer. Nur habe ich inzwischen leider die Realisation, habe ich gecheckt, dass vermutlich die Corsage das ganze Fett nicht bezwingen kann. Also werde ich das Korsett anbehalten müssen, bis ich auf die Idee komme, mich dann irgendwie in T-Shirt und Jogginghose zu schmeißen. Während der Hochzeit. Ich weiß schon, ich nehme ja auf jeden Fall irgendwie Wechselklamotten mit. Obwohl mein Hochzeitskleid ja die Wechselklamotten sein sollten. Aber hey, es ist. Ja. Ja, na, dass sich das Gehirn das gedacht hat, ist das sowieso ganz cool. Das heißt, es kann irgendwas. Und ich bin separat von meinem Gehirn, ne? Also mein Gehirn und die anderen drei Stimmen und ich. Und da waren auch noch so viele schöne Planungen für die Hochzeit. So mit Abnehmen. Wir machen alle Sport. Wir werden alle rank und schlank bis zur Hochzeit. Du hast noch nie gehört, dass jemand sowas sagt, dass mein Gehirn was denkt. Ich hoffe, dass das Gehirn das macht, das denkt. Kann man nicht von allen behaupten? Ja, schön, ne? Mache ich das mit dem Abrädeln. Und dann eben ab und zu auch, ja genau, mal checken, ob ich auch alles hab, ne? Vor lauter Quark, Quark. Passiert es gerne mal, dass man dann mal eine Linie vergisst oder sowas. Und wenn man dann die Teile voneinander runtergenommen hat. Dann schaut mal alt aus, darf man wieder alles aufeinander legen und futzeln. Es soll am besten doch noch, wenn alle Teile gerade vom frisch zuschneiden aufeinander liegen, gemacht werden. Und dann nur noch beten und hoffen, dass das dann auch alles so stimmt. Ich meine, ich habe es jetzt von mir abgenommen, also von meinem Körper. In Frischhaltefolie gepackt und mit
Malerkrepp. Oh ja, ja, natürlich. Das ist Franken, tiefstes Franken, Unterfranken. Tiefstes Franken, ja, also Unterfranken. Wie ich leib und lebe. Hört man einfach immer schon am Grüß Gott, ne? Weiß man immer, naja, das ist Grüß Gott, sagen nur die Bayern. Und das rollende R, das ist ein Franke. Und ich muss gestehen, ich bin auch sehr stolz drauf. Das ist ein schöner Dialekt. Und ich krieg's eh nicht weg. Also man, das Gute ist, zum Beispiel, wenn man dann Spanisch lernt, hat man kein Problem mit dem R. Aber ich kann, also ich kann, glaube ich, auch ein R. Ein R, das hinten im Hals ist. Aber dann hat man dieses, muss ich immer alle drüber lustig machen, dass das Deutsche so hart wäre. Das ist doch ein rollendes R. Doch noch viel angenehmer. Problem ist immer nur, wenn man den Kindern dann in der ersten Klasse sagt, schreib so, wie du sprichst, dann kommen die lustigsten Sachen bei raus. Aber das weiß ein Franke, wer das rollende R erfunden hat. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Franken war ja schon mal sehr groß, ne? Und also das historische Franken mit dem Frankreich. Ich glaube, da waren sämtliche gälische und lateinische und romanische Sprachen drin. Und die Franken haben sich das Beste rausgesucht. Ne, Quatsch. Ich meine, es gibt ja nicht nur in Franken das rollende R, ne? Aber was mir auf jeden Fall, was der Franke erfunden hat, ist das G. Und das hatte D und das hatte G. Weil das gibt's bei uns nicht. Nett. Wir können nett mal nett richtig aussprechen. Jetzt falle ich erst recht doch in den Dialekt rein. So. So, Teil, ich habe insgesamt 7 Teile. Lange, 1, 2, 3, 4. Weiter geht's. Aber wie gesagt, das wird heute noch ein relativ kurzes Intermezzo, weil morgen früh um 6 Uhr ist die Nacht rum. Und dann geht's wieder auf die Arbeit. Nee, nicht auf der Arbeit, nicht in den. Das habe ich mal probiert.
also ich habe ja Maßschneiderin gelernt. Aber das ist eine brotlose Kunst. Und jetzt bin ich im Sekretariat. Ganz klassisch. Aber ich könnte 24/7, könnte ich, glaube ich, nähen. Hätte ich kein Problem mit. Da vergesse ich gerne mal die Zeit. Und wie man sieht, habe ich bei der Seidennaht auch ein bisschen mehr Nahtzugabe gemacht. Erstens, also da kann man immer am meisten dann noch jonglieren. Wenn das mit der Größe dann doch nicht so passt, macht man das meistens an der Seidennaht. Und da kommen dann auch keine Stäbchen rein. Wo Stäbchen reinkommen, ist vor allem vorne, um den Bauch flach zu machen. Und hinten in der hinteren Mitte und um den Rücken rund, damit dann da das Kreuz halt noch gestützt wird. Aber falls es mir dann doch zu eng sein sollte, kann ich in der Seitennaht eben noch am meisten jonglieren. Das ist sozusagen auch so ein Mock-up, wie man das so schön auf Neudeutsch, Englisch, Denglisch sagt. Oh nein, it has happened. Oh no, okay. Panik auf der Titanic, sind zwei Teile voneinander gegangen. Weshalb man die dann doch immer am besten feststeckt. Und was treibt dich eigentlich so auf in meinen Stream? Ich habe nicht einmal eine Ahnung, ob irgendwie mehr als eine Person in meinem Stream sind. Ja, interessiert mich auch nicht, aber ich finde es cool, dass du mit mir interactest. Und deswegen frage ich dich einfach mal, was dich hierher treibt. Ja, okay, ja, es ist reicht, Lucia, mit dem, ja, mit dem Stecken. Das ist auch nicht richtig. So, manchmal ist halt doch schon ein bisschen spät. So, schön glatt. Schön glatt streichen. Das alles richtig aufeinander legt. So, das sieht schon besser aus. Und weiter. Ja, klar, kann ich auch währenddessen. Also ich meine erstmal Gratulation. Also ich hoffe, dass du das abnehmen wolltest. Dann Gratulation mit den 35 Kilo. Und Klamotten enger machen ist auf jeden Fall immer einfacher, als die Klamotten weiterzumachen. Da ist es am besten. Ja, ich weiß nicht,
wenn du oft ist es ja so, zum Beispiel die Hosen, Jeans lassen sich inzwischen relativ schwer enger machen. Aber da kann man zum Beispiel mal anfangen. Und zwar in der hinteren Mitte. Also wenn man bei einer Jeans zum Beispiel in der hinteren Mitte, 35 Kilo ist halt echt schon ganz schön viel, ne? T-Shirt. Ja, T-Shirt sind ja in den Seitennähten geht es relativ einfach. Die sind ja meist, also wenn es ein T-Shirt ist, das noch in den Seitennähten genäht ist, ne? Weil oft sind ja T-Shirts einfach nur noch so einen so eine Rundstrick ein Teil. Und da wäre es dann erstmal wichtig, dass man es halt flach auflegt, damit man Vorderteil und Rückteil, dass die flach aufeinander liegen, um sich dann das abzustecken, wo man es enger machen muss. Und wenn du ein Shirt hast, wo schon Seitennähte dran sind, kannst du dich daran ja ganz gut orientieren. Und was dann aber sein kann, dass du halt auch die Ärmel noch enger nähen musst. Und ab da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Aber normalerweise, also als ganz, ganz, als erste Maßnahme, sage ich jetzt mal, wäre es ein T-Shirt auf links anziehen und mit Stecknadeln abstecken, wie viel und wo du es enger haben musst. Also, und weil wir gerade bei Stecknadeln sind, ne? Kauf dir am besten, also wenn du dir welche kaufen musst, kauf dir welche mit Glasköpfchen. Das sind die da. Das Wichtige ist nämlich da drauf, dass die, wenn die nämlich aus also oft kriegt man die aus Plastik in diesen Sets irgendwie, dann sind die so große und sind hübsch mit einem Herzchen oder sonst irgendwas. Aber wenn du da mal drüber bügeln tust aus Versehen, schmilzt du dir das Plastik in die Klamotten rein. Und bei einem Glasköpfchen passiert das eben nicht, weil genau. Und die da kann ich auch nicht so empfehlen. Also wie vielleicht siehst du das? Die haben ja gar kein Köpfchen. Erstens verschwinden die sehr. Und zweitens, ich weiß nicht, ob man das da so sieht, die sind dicker als die normalen. Das sind eigentlich eher so Ziersstecknadeln. Und die fühlen sich auch schon gar nicht so geschmeidig an. Und machen meistens jetzt zum Beispiel gerade bei T-Shirts und Strickwaren, machen die gerne dann mal Löcher rein. Aber die guten Stecknadeln mit Glasköpfchen, die können schon mal ihr Geld kosten. Aber das sage ich jetzt mal, da gibt's, da reicht ja meistens, gibt es so ein Pack. Da sind dann immer 100 Stück drin oder sowas, da ist man dann erstmal, hat man erstmal aus. Und genau. Und am besten gleich siehst du das da, einfach aber notwendig in Magnet, weil sonst fallen die dir sonst worum. Irgendein Magnet reicht ja, das ist jetzt natürlich ein hübsches Teil von, was war mal Bernina, glaube ich, um die Nadeln zu sortieren, aber es reicht ja auch, wenn du so einen kleinen Magneten für die Küche oder so einfach unten an dieses ich schaue die ganze Zeit um, ob ich immer noch so ein geschlossenes Teil habe. Auf jeden Fall kommen die in so ein Plastikbehälterchen immer und da unten drin dann einfach ein Magnet. Damit lässt sich dann auch runtergefallene Stecknadeln immer gut wieder aufheben. Ohne, dass man
die ganze Bude abkrabbeln muss. Und wenn du dann eben, also ein T-Shirt mal so auf links, ich würde jetzt nicht gleich anfangen mit dem besten T-Shirt, das du hast, sondern schaust du einfach mal eines, das du auch vielleicht entbehren könntest zum Üben und ziehst es auf links rum an. Und ganz gut natürlich wäre es noch, wenn du jemanden hast, der dir beim Stecken hilft. Deutsch, ne? Weil an den Seitennähten, da geht manchmal, das kann ein bisschen aufs Kreuz gehen, man sich die ganze Zeit verdrehen muss, aber es geht auch. Hello, Crazy Melon. Hey, hier geht's ab im Chat. Ja, genau. Und vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, wie du so im Internet unterwegs bist. Schau mal auf Pinterest, wenn du nämlich so viel Sachen, also wenn du so viel abgenommen hast, wirst du auch Reste haben an diesem T-Shirt-Seitennähten und an den Stoff. Und auf Pinterest gibt es da so viele Ideen, was man da dran draus machen kann, dass man sich irgendwelche Bändel, irgendwelche Schleifchen oder sonst irgendwas, da musst du die Reste nicht wegwerfen, sondern kannst dir vielleicht daraus sogar noch irgendwie was, ich sag jetzt mal, basteln. Irgendwelche Taschen. Aber das wäre so jetzt der Anfang, wo ich sagen würde, da kann man erstmal das Gefühl dafür bekommen. Besonders wenn du jetzt so eine neue Nähmaschine, ne? Ja, genau. Neue Nähmaschine oder sowas. Da ist dann aber auch, also gerade wenn du an T-Shirts sind ja ein Wirkstoff, das heißt, die sind gestrickt, ganz feinmaschig gestrickt. Verhalten sich eben ein bisschen anders als Stoff und sind natürlich dann auch dehnbar. Und dehnbar ist immer ein bisschen schwieriger zu nähen, sage ich jetzt mal. Aber dafür gibt es auch extra Nähnadeln dann zum Beispiel. Also Nähmaschinen-Nähnadeln, die für Wirkstoffe da sind. Aber eine 0815 tut es eigentlich auch. Da muss man dann bloß schauen, dass man nicht am Stoff zieht und dann näht. Maschendrahtzaun. Ja, was anderes ist es eigentlich nicht, ne? Maschendrahtzaun. Das ist aber ein anderer Dialekt. Und da musst du halt bloß dann aufpassen, dass du beim Nähen nicht den Stoff zu euch ziehst. Sonst hast du dann ein, ist ja klar, dann ist die Naht so lang und dann geht die Naht geht schwer wieder zurück, weil ja mehr Material einfach da ist. Deswegen, das ist dann so ein bisschen mit Feingefühl, sage ich jetzt mal. Aber wenn du sagst, du hast viel zum Üben, genau die Übung macht's. Oder du kannst gleich, kommt ja eben dann drauf an, was du für eine Nähmaschine dir zulegst. Es gibt auch welche, die haben gleich so einen dehnbaren, ich mach mal kurz, ach, ich weiß was. Moment, ich wackel mal da hoch. Ja, da sieht ihr da sieht man so ein bisschen die verschiedenen Stiche, die der hat. Wie gesagt, der hat jetzt einen Haufen, ne, so ein Zierstichen und da sind dann auch so Stickereien und Zeug, was alles nice to have, aber brauchst du eigentlich nie.
Aber da gibt es zum Beispiel solche, das sind so Zickzack-Stiche, die nicht Stich, 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 Stich gemacht werden, sondern die sind dann eben in kleineren Stich, 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 Stich. Ja, ich kann es gut mit Worten erklären, ne? Auf jeden Fall gibt es ja extra Stiche zum Beispiel auch für Stretchstoffe, die das dann etwas einfacher machen. Und das Gute an Stretchstoffen, ich mache die Kamera wieder nach runter, ist allerdings, dass sie nicht ausfransen. Das heißt ja, normaler Stoff, wenn man den einfach nur schneidet, zieht man hier und man zieht an der Kante, ne? Dann fusseln die und fransen aus. Das passiert ja bei einem T-Shirt-Stoff, bei einem Wirkstoff eben nicht. Bei dem da ist es dann nur problematisch, wenn dann zum Beispiel mal eine Nadel ein Loch reinreißt mittendrin im Stoff. Dann kann es passieren, wenn das schlecht erwischt, dass sich da wie eben wie beim Strick, ne, wenn man bei so gestrickte Socken oder sowas und dann ist ein Loch drin, dann dröselt sich das alles auf. Aber das passiert eher selten. Das Gute ist eben, dass sich dann bei dem, die rollen sich dann höchstens nochmal so zusammen. Wenn man T-Shirt-Stoff schneidet und dann dran zieht, dann rollen sich da die Enden nur zusammen. Kleine Würstchen und franzt aber nicht aus. Also ist dann auch zum Beispiel fürs Waschen kein Problem. Was allerdings jetzt bei den normalen gewebten Stoffen, also wenn man so, das nennt sich dann unversäubert, wenn man die unversäubert, wenn man da nichts an den Kanten gemacht hat, in die Waschmaschine tut, dann kommen vielleicht, wenn man Glück hat, noch Fetzen raus. Hübsche Fetzen, aber Fetzen. Ja, selbst da sieht man, habe ich nicht richtig durchgemalt. So. Aber ich bin jetzt, ich habe eins, wir zählen nochmal. Ich zähle nochmal. Ihr könnt mitzählen, wie in der Schule. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und 9. Sieht gut aus. Das sind die zwei BH-Cups. Also Teile, ne? Da kommt die Brust rein. Und dann habe ich 7 einzelne Teile fürs Korsett. Und was auch noch ganz interessant ist, sind solche Informationen, sich gleich noch mit drauf zu schreiben, wie da steht zum Beispiel vordere Mitte. Also VM, ne? Vordere Mitte. Das schreibe ich mir da hinten auch noch mit drauf und mache mir noch ein Pfeilchen, damit ich weiß, da ist unten. Weil bei so vielen Teilen gibt es doch manchmal einen Knoten im Gehirn. Na, da geht der Pfeil nach unten, da geht der Pfeil auch nach unten. Und dann schreibt man vordere Mitte hin. Das heißt, die Teile können dann irgendwie so zusammen, ne? Und dann ist da eine Brust drin, hoffentlich. Jawohl, da steht. Da schreibe ich am besten aber auch mal die Nummer noch mit drauf. Da haben wir noch die 3 und die 2. Und last but not 1. Und
Ja, man sieht, ich habe recht viel Hüfte. 4, das ist SN für Seitennaht. Ja, genau. Also das ist auch, das passiert häufig bei diesen, also mein, ich habe ein T-Shirt an. T-Shirts, die eben keine Seitennähte haben, die sind immer so rund gestrickt. Und je billiger die sind, desto schlechtiger, ungerader, sage ich jetzt einfach mal normalerweise, ne? Hat man einen rechten Winkel in Kette und Schuss, beziehungsweise ist es ja dann auch, beim Stricken so, und wenn die halt billiger sind, dann sind die lockerer gestrickt und dann gibt es da keinen rechten Winkel mehr. Und wenn man die zweimal wäscht oder sowas, dann zieht sich das. Der Stoff versucht sich natürlich irgendwie immer so auszugleichen und irgendwie zieht es dann irgendwie in eine Richtung nur. Aber du kannst natürlich, wenn du schon dabei bist, deine T-Shirts zu nähen, versuchen, diesen Stoff so gut wie möglich eben glatt zu bringen, dass du diese Wellen rauskriegst, die sich da wo sich der Stoff verzogen hat, und dir dann Seitennähte reinzunähen. Und das war schon wieder die Kamera. Also ich muss mir das. Man lernt ja nie aus, ne? Also ich finde, ich muss gestehen, ich bin schon stolz auf mich für meinen ersten Stream heute. Und genau, Moment, da wollte ich mir noch ein Pfeilchen machen, vordere Mitte. Nee, das ist die hintere Mitte. Sollte das sein? Eine hintere Mitte. Und das ist der Pfeil nach unten. Just to be safe. Wenn man seine Sachen nämlich gut beschriftet, passiert es dann einem beim Nähen auch nicht so häufig, dass man vielleicht einen Ärmel an den Halsausschnitt näht. Das ist den besten von uns schon passiert. Aber meistens in einer Nacht- und Nebelaktion. So. Und eher umgekehrt. Also ich habe mit Nähen angefangen, weil ich gecosplayt habe. Weil ich eben die Kostüme haben wollte. Damals konnte man das Zeug noch gar nicht kaufen. Das war so im Jahr 2000 rum. Und ich habe mir gedacht, ne, das kannst du doch besser. Ja, und dann habe ich aber erstmal gemerkt, wie anstrengend und mit wie viel Arbeit es verbunden ist, wenn man so ein Kostüm versucht umzusetzen, weil die Vorlagen ja meistens irgendwie nur gezeichnet sind. Und ja, das Papier ist geduldig, sage ich immer. Zeichnen kann man viel, ne? Ob es dann in der Realität umsetzbar ist, das andere. Aber man kann eben, da war, sorry, Kopf hat gerade einen Hänger gehabt, kann man sich kreativ gut ausleben, aber man muss halt wirklich schon versuchen, die Physik irgendwie zu überlisten. Ansonsten, also Cosplay ist eines der kreativsten Hobbys, die ich überhaupt kenne. Da ist ja nicht nur Nähen mit dabei, sondern auch Basteln. Also ich habe jetzt, ja, schon nochmal, also in Deutschland erst seit 2000, sage ich jetzt mal, 1998, waren so die ersten größeren Conventions, die Animagic in damals hat. Also die war in Koblenz. Oh, okay. Aber also wie gesagt, gibt es schon Ewigkeiten. Und
da gibt es die wahnsinnigsten Sachen inzwischen. Also das inzwischen habe ich zu Hause eine Airbrush-Pistole. Ich arbeite mit High-Density-Foam, also Moosgummi, nur auf industrielle Art und Weise. Also Nähen ist da eines der wenigen Teile, sage ich jetzt mal, weil dann kommen ja noch Perücken mit dazu. Also ich habe, inzwischen schneide ich meiner Familie die Haare, weil ich halt durchs Perückenstylen und Schneiden mir da auch einiges angeeignet habe. Und da ist so eine Männerfrisur mal drüber geschnippelt, kein Problem mehr. Und also ich sag, also Cosplay ist allumfassend. Und wenn man dann, ich meine, das ist ja, wenn man, ich sag jetzt mal, liest irgendwas im Fantasy-Bereich, irgendwelche Serien anschaut, allgemeine Medien einfach konsumiert, ich denke, das machen ja alle von uns, eine Art von Medium zu konsumieren, und sei es ein Buch, Harry Potter, Game of Thrones, was weiß ich, gibt es ja überall Charaktere, die einen ans Herz wachsen. Und das einfach mal umzusetzen, fand ich einfach schon immer interessant. Deswegen, ja, mache ich das auch schon relativ lang. Aber es ist jetzt 23 Uhr. Ich sage vielen herzlichen Dank an euch. Ich werde jetzt ein bisschen, also häufiger da sein, sage ich jetzt mal, solange es sich halt ergibt. Aber ich habe noch keinen festen Zeitplan oder sowas. Aber jawohl, und morgen ist um 6 Uhr meine Nacht rum. Danke dir auch. Und man sieht, hört, schreit sich wieder. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.